Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock. In der letzten Folge sind wir hier wieder total verwirrt durch die Gegend gelaufen. Und ich bin immer noch verwirrt und ich hoffe, wir kriegen das noch alles irgendwie hin. Wenn nicht, wäre das natürlich nicht so günstig. Naja, ich wollte auf jeden Fall jetzt noch hier gucken, weil hier bei diesem komischen Ding, wo wir immer gespawnt sind, einige von den Victalis gekillt haben. Und währenddessen habe ich mir auch mal was von jemandem anderes angeguckt und der stirbt einfach, also der hat wahrscheinlich das Ganze auf einfach gespielt und stirbt wahrscheinlich überhaupt nicht. Und ich habe die Stelle nicht gefunden, wie der an das Ding rangekommen ist. Also würde ich sagen, wir suchen einfach weiter, total verwirrt nach dem ganzen Kram. Warum auch nicht? Wo war das denn, wenn ich das wüsste? War das weiter oben? Das kann nicht sein. Ach Gott, stirb doch einfach, komm. Hier war das doch. Hier haben wir voll viele. Okay, da ist noch einer. Aha. Gut, was fehlt uns jetzt noch? Das war's, oder? Nee, finde eine Nitroglycerinladung. Wie? Ja, in seinem Büro eingeschlossen, das weiß ich, aber wie komme ich da ran? Ach, das ist doch nicht in Ordnung. Okay, wir gehen da jetzt nochmal hin. Gucken uns nochmal genau um. Vielleicht kommen wir da ja jetzt irgendwie ran. Ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts überhört oder so. Das wäre echt nicht so geil. Also, der hat ja den Code gesagt, aber mehr dann auch nicht. Ach, das ist doch alles nicht in Ordnung. Nehme ich auf? Ja. Und das Spiel geht, glaube ich, doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Von daher hoffe ich, dass ich das in der Zeit noch fertig bekomme. Ansonsten wäre das nicht so toll. Das muss heute noch fertig aufgenommen werden, auch wenn ich bis 12 hier sitze. Nein, das geht natürlich nicht. Bitte sterben Sie. Mach mal eben eine andere Waffe. Nee, nix per favor. Okay, hier muss ich ja obviously hin. Soll ich das vielleicht einfach freisprengen? Das wäre halt jetzt noch so meine letzte Idee. Dass ich so ein Ding mitnehme, aber... nein. Obwohl, freisprengen habe ich ja mehr oder weniger auch schon probiert. Also, das ist doch langsam nicht mehr in Ordnung. Wie soll das möglich sein? Wie zum Teufel? Wie? Ich check's halt überhaupt nicht, ne? Wirklich, einfach null. Zigaretten gesund. Ach komm schon. Krieg ich einen Tipp oder so? Oh. Ja gut, das war, weiß ich nicht. Als ob, du warst da die ganze Zeit nicht. Blödes Miststück. Ja, ich fahre jetzt aus dem Boden, weil jemand das Nitroglycerin geklaut hat. Alles, was ich tue, ergibt Sinn. So, wenigstens haben wir jetzt das fertig. Doch noch Fortschritt heute. So, das sieht ja schon mal super aus. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Kannst du ihn bitte umbringen? Dankeschön. Okay, das wäre jetzt eigentlich so nicht der Plan, aber das passt schon. So, ich glaube, wir sollten uns mal wieder Kram kaufen. Bitte explodier nicht, während ich da stehe. Oh, ja, mit keiner Munition rumzurennen ist halt auch nur ein bisschen schlau. Habe ich die Dinge ausgenommen? Ja, oder? Wäre irgendwie doof, wenn nicht, aber anscheinend schon. Gut.
Dann bin ich doch noch ein bisschen stolz, dass ich das auch noch hinbekommen habe. Erstmal jetzt nicht. Ich muss erstmal den anderen Kram kaufen. Der ist irgendwie wichtig. So. Ah, ich habe doch noch Auto-Hacker, oder? Perfekt. Dann können wir nämlich noch ein paar Eve-Spritzen holen. Brauchen wir halt nämlich genauso dringend und sind damit jetzt wieder halbwegs aufgefüllt. Die Schrotflinte ist halt echt mit das Geilste hier, aber die funktioniert halt einfach nicht. Und das hier macht irgendwie voll die Spacken manchmal. Och, wenn ich die schon wieder höre. Ich könnte schon wieder kotzen, ne? Ja. Und alles, was da drin steht, ist wahr. Auf jeden Fall. Wir werden niemals daran zweifeln. Och nee. Man muss sich manchmal echt so zurückhalten, da nichts Fieses zu sagen. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Es ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Du wirst mir nicht helfen. Ja, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Wie mache ich das? Ach so. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen tödlichen Verfahren sieht. Der dürfte dir lieber sein als das, was kommt, wenn du mich besiegen solltest. Ach, wieso kommt hier jetzt immer einer rein? Das finde ich auch nicht ganz in Ordnung. Hier. So, den ganzen Kram nehme ich by the way mit. Langsam wird's dreist. Was ist denn falsch bei dem? Hier. Ihr. Ja gut. Instant Kill. Warum auch nicht? Och, das ist doch alles so nicht in Ordnung. Hi, dich hätte ich eben brauchen können. Aber nein, da warst du ja weg. Komm. Nee. Also das möchte ich nicht. Ach, dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Wo ist denn jetzt der Dude? Kann ich das nicht absperren? Das fände ich prinzipiell nicht schlecht. So, stirb. Dankeschön. Finde ich gut. Och, da hau ich erstmal wieder gegen das Mikro, sorry. Wo ist denn der? Achso, der spawnt wieder rum. So, schon habe ich dich. Lüg dich nicht mit mir an, Schwester. So. Ich hoffe mal, das geht so mit dem Mikrofon. So. Geil. Genau das war der Plan. Also fahren wir jetzt Aufzug. Coole Sache, wie einfach das ganze Zeug das Wasser einfach so verdunsten lässt. Wo ist denn jetzt die Lava hin? Hat die sich zu Stein verwandelt oder hat sie sich einfach aufgelöst? Ich weiß es nicht. Darüber kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Aber beschweren kann ich mich da nicht. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Da hast du deine Nostalgie. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Da kennt sich wohl jemand aus. Okay. Sieht geil aus.
macht jetzt Boom in der Tat. Überlaste den Kern, okay. Okay, ich glaube, jetzt knallt es gleich, oder? Ich bin ja auf dem Weg. Chill mal deine Base. Ich muss da lang. Legt euch nicht mit mir an. Eieiei. Ja, ist klar. Labern kann man viel. Ein Moment. Ach, das ist doch alles nicht in Ordnung. Uiuiui. Ich renne jetzt einfach straight up durch. Okay, ich habe wenigstens noch das Ding überlastet. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt sind wir wieder hier. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Und inwiefern ist das jetzt besser, dass du an dich denkst und ich an mich? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Stirb, Bitch. Och, das ist doch nicht in Ordnung. Och, nee. So, jetzt geh doch endlich drauf, meine Güte. Weil mich trefft die einfach so andauernd in der Fresse. Das juckt die halt einfach überhaupt nicht. Wisst ihr was? Ich mach jetzt Folgendes. Ach so. Ja gut, hätte ich den mal mitgenommen. Du wirst erkennen, ich hole mir mal eben kurz eine andere Waffe. Einen Moment. Ach ja, das geht ja noch. Ach, wir sind schon wieder so halbwegs tot. Das ist doch nicht in Ordnung. Und das waren einfach schon 40 Schuss. Einfach so, random weg. Ach, was können wir noch nehmen? Hm. Komm. Ich soll ja obviously hierher, dann gehe ich jetzt einfach hin und dann ist gut. Ach du meine Güte, was war das schon wieder für ein Kram? Das ist einfach nicht in Ordnung. Sorry, dass ich hier jetzt ein bisschen durchrushe, aber das ist gerade ein bisschen übertrieben. Und wir spielen auf normal, also, Irgendwie war COD einfacher. Okay, geh jetzt zu Andrew Ryans Büro. In einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon, alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen, du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Alles klar. Kann ich das jetzt benutzen? Dankeschön. Genau das wollte ich bezwecken. So. Und die Viere. Hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja. Ja, ich würde gerne erst nach oben gehen und da rumstalken.
ist nichts. Wunderbar. Bringt mich ja richtig weiter. Finde ich super. Ach so, darüber soll ich dann, glaube ich, rein, oder? Weil die Tür ja zu war. Na gut. Dann gehen wir da mal rein. Ich sehe zwar fast gar nichts, aber okay. Komm schon. Wir laden einfach nochmal so ein bisschen nach. Hallo, would you be so kind? Would you so kindly? Okay. Jetzt können wir uns hier wieder ganz viel Kram anhören. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Sojong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Sojong, der Name sagt mir doch was. Naja. Das wird alles noch sehr spannend, glaube ich. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes... Wie er da einfach Golf spielt. ...von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm da. Er macht uns sogar einfach so random die Tür auf. Halt, wärst du so freundlich stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich. Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 wärst du so freundlich. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Das ist irgendwie strange. Weiß ich nicht. Andrew Ryan besiegt, die Errungenschaft freigeschaltet. Oh Gott, das ist alles so strange. Schon wieder eine goldene Filmrolle. Die ganze Zeit wärst du so freundlich. Ich weiß es nicht, ob ich so freundlich wäre. Na
Ach komm. Alles klar, gut. Jetzt sind wir auf einmal der Feind. Ich würde sagen, wir setzen den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist echt krass, dass das Ganze jetzt plötzlich so weit anders ist. Und dass er uns die ganze Zeit verarscht hat. Also gab es anscheinend noch nicht mal eine Familie, die in dem fucking U-Boot saß. Also gut, bis dahin. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing.